Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind wieder auf der französischen Map. Ich bin wie immer der Shorty von der Testarena und die Mission läuft hier noch. Und jetzt habe ich gerade was entdeckt. Es ist, ja, wir fahren die Sorghum Hirse, also den Ertrag von dieser Mission, zur Getreidemühle. Das ist unsere Getreide. Und damit die Sorghumhirse jetzt zu Mehl verarbeitet wird, ne, muss ich die aktivieren, weil wir bisher nur Gerstenmehl aktiviert haben. Aber ja, beim Brot, wo das Mehl ja umverteilt wird, schaut mal, wie viel Mehl da ist. Das ist schon voll, fast, würde ich sagen. So viel Überschuss, das können wir im Moment überhaupt nicht verarbeiten. Also, ich klicke mal von Verteilen auf Behalten. Dann können wir das Mehl erstmal verkaufen. Und zum nächsten Erntezyklus, ich hoffe, ich denke dran. Zum nächsten Erntezyklus, dann können wir das Mehl wieder aufstocken. Dann habe ich mich gefragt, ob mal schon mal jemand verglichen hat. Wir haben hier optimale Feldbedingungen offensichtlich, ne? Volle Düngestufe, kein Unkraut, nichts, 98% Ertragsbonus. Ob die Sorghumhirse nicht vielleicht einen höheren Ertrag bringt als die Gerste? Und ob es sich dann vielleicht rechnet, statt Gerste anzupflanzen, lieber Sorghumhirse immer anzupflanzen, weil dann da einfach viel mehr von kommen, ne? An Ertragsmengen. Wenn das jemand von euch mal getestet hat, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Das sind ja immer so nützliche Informationen. Im LS19 hatten wir das ja mit Hilfe von Community-Mitgliedern ausgefixt. Da sind wir zugekommen, dass der Roggen den meisten Ertrag, also die größte Ertragsmenge hatte. Hier im LS22 muss das wohl alles nochmal irgendwie neu bewertet werden, habe ich das Gefühl. Hier ist alles anders. So, unsere Wiese ist soweit fertig. Unser Gerstenfeld ist auch soweit fertig. Das heißt, wir sind jetzt im September mit unseren Feldarbeiten und sind wir eigentlich durch. Stopp. Ne? Habe ich das Düngen vergessen? Nein, ich habe ja vorab gedüngt. Genau. Alles prima. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Ernte abgeschlossen haben, sind wir bereit zu spulen, um halt den neuen Erntezyklus zu beginnen und dann richtig Geld zu verdienen, dann das Bauland uns zu holen, dann fangen wir an, wir haben ja die Pläne umgestellt, dann fangen wir an die Geschichte mit den Schafen. Wir müssen dann, ich habe eine Ballenpress-Wickelkombination, ich habe einen Kippball, einen Ladewagen brauchen wir dann auch als Abschieber, nicht als Kipper, für den Schafstall. Oh ja, das ist, das, dann geht das rund, ne? Ein weiterer Produktionszweig, würde ich sagen. Ich hoffe dann, dass Gras reicht als Futter. Aber da gehe ich mal von aus, da sind ein paar tausend Liter, die dann immer rumkommen bei jedem Schnitt. Hier habe ich jetzt mal getestet, also es war wirklich nur der kleine Berg, wo er da ziemlich ungeschwächelt hat mit dem Schneiden her. Und der Weg zur Getreidemühle geht bergab. Da ist er ziemlich zügig unterwegs, deshalb habe ich mir gedacht, dann komm. Kriegst du das mit den zwei Ladungen hin? Man sieht unterhalb des Tachos am Rad hier, wie das Gesamtgewicht steigt.
25,4 Tonnen. Also das ist ein nicht zu unterschätzendes Gewicht, 25,4 Tonnen. Ja. Also das geht schon. Er könnte gerne stärker sein, der Traktor, ja. Aber er schafft es. Er schafft es trotzdem. So, die Hirse wird umgearbeitet, das Mehl. Wir behalten das. Und dann können wir es zum nächsten Erntezyklus, wenn es durchgelaufen ist, wenn es bis dahin durchgelaufen ist, verkaufen. Und wenn wir erstmal so weit sind, ja, da kommen wir erstmal so schnell nicht hin. Ich wollte gerade sagen, wenn wir erstmal so weit sind, dass die Bäckerei auf Hochtouren läuft, das werden wir hier nicht erleben. Das werden wir hier nicht erleben. Auf dieser Map. Glaube ich nicht. Da warten wir es mal ab, wie sich es noch entwickelt. Jetzt ist erstmal die Ernte angebracht. Und, ja. Müsste... Ja, ein bisschen wird es noch dauern. Wenn wir einen finanziellen Vorteil davon haben wollen, jetzt schon, müssten wir das im Auge behalten. Wir sind hier bei 39%. Ich hätte die Sorge um Hirse dann irgendwo einlagern sollen. Und dann den Rest, der zur Missionserfüllung, von der Missionserfüllung noch über ist, zu verkaufen. Aber ich denke, das wird ziemlich knappig. Das wird ziemlich knappig. Man könnte... Ich überlege gerade. Ich könnte es jetzt einladen, hier am Bahnhof zum Beispiel. Und dann später vom Bahnhof Getreidemühle, der Bahnhof Nord, ne? Und dann würde ich an der Getreidemühle nur das, ach nee, wir bringen alles in die Getreidemühle, wir bringen alles in die Getreidemühle, das ist völlig in Ordnung, das gehört dann uns, wir verarbeiten das zum Mehl und für das Mehl kriegen wir definitiv mehr Geld, als wenn wir die Sorghumhirse so einzeln verkaufen, ne? Maximal beladen bei 68% vom Gewicht her. Ach. Ist Sorghumhirse so schwer? Oder bezieht sich das auf die Leistung des Traktors? Ist ja spannend. Ist ja spannend. Der ist schon wieder voll hier. Was wir machen könnten. Noch. Wir könnten assistieren, um Zeit zu sparen. Wir schicken unseren PS-Boliden. Ja, das heißt PS-Boliden. Aber der hatte halt am meisten PS von unseren Traktoren. Wir schicken den helfen. Der 22. Dann Produktion, Getreidemühle. Gib ihm zwei Abfahrer, dann haben wir auch nicht so große Standzeit. Jo, das ist eine Idee. Du wartest noch, du bist jetzt bei der Mühle. Dann gehe ich mal davon aus, dass unser John Deere schneller wieder bei dem Schlepper, bei dem Drescher ankommt, als der andere zurück ist, denke ich. Na, gucken wir. Ja, wie vermutet waren wir eher da. Und das ist schon ein Unterschied. 300 PS. Das ist also am Berg reißt er den Hänger da so hoch. Der ist zwar auch leicht in die Knie gegangen, aber nicht so sehr. Das ist schon eine ganz andere Nummer. Also Traktor, Schlepper fängt ab 300 PS an. Spaß zu machen. So, da hinten kommt der andere Abfahrer. Und jetzt so mit zwei Abfahren gibt es ja auch kaum Verzögerungen.
Ja, ich habe jetzt das überlegt, machen wir das nicht, weil noch mehr Kohle kriegen wir ja eigentlich, wenn wir das mehr zu Brot verarbeiten. Aber ihr habt ja gesehen, in der Produktion ist echt voll mit Mehl, ne? Wenn ich die Sorghumhirse jetzt verarbeiten lasse zu Mehl und auch wieder zum Verteilen, das dauert ewig, bis wir da finanziell was von haben. Mit Brot alleine kriegen wir den Mehlberg hier so schnell nicht abgearbeitet. Also werden wir Mehl herstellen, behalten, dass das ausgelagert wird halt. Und dann 150 sind 158 Mehl. 150 sind 188 Mehl. 113. 120. Ja, Hafer hat aber einen sehr niedrigen Ertrag. Naja, das müsste man echt mal, da müsste jemand Pfiffiges mal durchrechnen. Spekulieren. Ob und wie sich das lohnt, ne? So, drittes Vorgewende ist jetzt durch. Naja, viertes. Jetzt geht's an die Reihen hoch runter. Mit zwei Abfahrern haben wir dann jetzt hier kaum noch Standzeiten. Würde sagen, dass wir die Mission bald ruckzuck fertig haben. Aber der Ertrag von der Sorghumhirse ist gefühlt echt gut. Also, ich bin wirklich spannend, das mal exakt zu wissen. Früher oder später werden natürlich andere Fruchtsorten noch dazu kommen. Dann wird es auch darum geben und alles. Gehe ich davon aus. Gib alles. Na gut, schauen wir. Machen wir erstmal fertig. Ich bin ja jetzt mal gespannt. Das ist der gleiche Anhänger, aber halt ein kräftigerer Traktor davor. Ob mehr in den Anhänger geladen wird oder auch nur, was waren es, 68%? Und dann wird ja das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers berücksichtigt. So ist es ja eingestellt. Nicht? Wenn er jetzt aber mehr als 68% überlädt, dann nimmt er ja auch Rücksicht auf die Leistung des Traktors. Also ich bin gespannt hier. Gut, dass wir jetzt zwei Abfahrer haben, weil wir den Drescher nicht ganz entladen bekommen. Nee, es ist das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers, das hier zählt. Tatsächlich. Wir sind 28,5 Tonnen schwer. Wir haben ein höheres Gesamtgewicht, weil unser Traktor auch eine ganz andere Gewichtsklasse ist, ne? Ja, dann fährt er jetzt zur Getreidemühle abladen. Der Originalabfahrer steht da und kann dann gleich übernehmen. Und bis dahin ist unser Abfahrer auch wieder zurück. Das heißt, das geht jetzt hier rucki-zucki. Wir müssen also nicht mehr darauf warten, dass der Abfahrer wiederkommt von der Getreidemühle. Läuft. Gut. Aber ich würde sagen, wir machen das so. Wir belassen das jetzt dabei. Ich werde diese Mission jetzt zu Ende bringen. Da haben wir ja keinen finanziellen Vorteil direkt von. Wir verarbeiten die Sorghumhirse ja in den Produktionen zum Mehl. Und das Mehl, erst wenn das Mehl durchgearbeitet ist. Ne? Wir haben es auf Behalten gestellt. Das ist der Bahnhof. Warum bin ich am Bahnhof?
will doch hier. Ne, wenn er durchgearbeitet ist, da, dann können wir es abholen und direkt verkaufen. Dann haben wir auch jetzt 230 Kilogramm und 1000 Liter. Sehr schön. Machen wir dann. Schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Beginn neuer Erntezyklus. Dann werden wir auch gutes Geld verdienen in dem Erntezyklus. Bin ich mir ganz sicher. Ja, ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Ich freue mich wieder auf eure Kommentare. Mal gucken, was das so mit Sorghum, Hirse, Ertrag etc. auf sich hat. Ob das wirklich so ist, dass der höchste Ertrag bei der Sorghum hier so rumkommt, auf die Fläche gesehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne wieder einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Kanal, das hilft mir und damit auch euch weiter. Ich war und bleibt der Schotti von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.